Kochst du oft im Wok? Ja, seitdem ich den Geschenk bekommen habe, immer öfter, sagen wir so. Das ist aber auch schwer im Kommen. Das ist Trend, weil ja diese asiatische Küche so leicht ist. Ne? Ja. Und wir arbeiten ja alle körperlich nicht mehr so viel. Obwohl, du hast, glaube ich, einen Garten jetzt, ne? Ja, guck meine Finger an. Ja? Ich bin schon mit dir. Ich habe mir gerade einen Zaun hingestellt und habe da mitgeholfen. Und, soll ich es ein bisschen höher machen? Heißer, genau. Das musste richtig... Ja, da kommst, dann arbeitest du ja was ab, aber die meisten von uns, also ich habe nur meine drei Treppen, die ich immer hochsteigen muss. Sonst macht man nicht so viel körperliche Bewegung. Ja, ich habe dann richtig Hunger, also das ist dann ein guter... Aber trotzdem ist leicht doch, glaube ich, anders. Ja, und was ich ganz toll finde, ist, dass das Gemüse, alles, was du da reintust, meistens knackig bleibt. Ja. Also unheimlich schnell gart. Ja. Ja. Aber knackig bleibt und das verkocht in so einem Topf. Ja. Ich bin immer gespannt. Apropos Topf. Ja. Also, was da vor sich hinköchelt, das ist Kürbis. Ja. Und ein bisschen Kartoffel, ganz wenig, in der Brühe. Das lassen wir jetzt noch ein bisschen. Und dann später kommt Papaya dazu. Ja. Und die wird aber nicht gekocht. Das heißt, sie bleibt fast roh. Das Ganze wird püriert, dann kommt Sahne dazu, ein bisschen Gewürze. Und es gibt eine Kürbis-Papaya-Suppe, die zunächst mal schon mal unglaublich schön aussieht. Dieses Orange, kannst du dir vorstellen. Ja. Aber ich glaube, es wird auch gut schmecken. Wir lassen uns mal überraschen. Okay. Mach du deins und ich freue mich darauf schon. Und dann nachher werden wir sehen, was da raus wird. Ne? Und was essen wir dann zuerst? Deins. Normalerweise isst man die Suppe zuerst, aber wir sind dann nicht so pingelig. Also man muss natürlich so Sachen wie Zwiebeln und Knoblauch mögen, ne? Da kommt nämlich ordentlich rein. Also Zwiebeln kann es bei mir nicht genug sein. Knoblauch bin ich immer etwas vorsichtig. Je nachdem, was du vorhast. Ja, und ich habe ja fast jeden Tag vor, mit jemandem zu reden. Aber ich muss sagen, wenn es dann beide essen, dann ist es ja auch wieder kein Problem. Richtig. Ne? Darf ich dir helfen? Die ist sehr groß. Schwer. Also das könnte so gehen. Nein, perfekt. Super. Darf ich? Ja, klar, klar. Bitte. Danke. Sehr schön. Also in der Menge geht es. Und vor allem, was ich nicht so mag, ist, wenn man den Knoblauch ganz zum Schluss reintut, dass er fast roh bleibt. Ja. Dann ist er sehr stark. Wenn er aber so ein bisschen mitköchelt, dann finde ich es nicht so. Ein bisschen runterstellen wieder. Und was wird das, also Fleisch, ne, nimmst du? Ja, ich nehme Fleisch. Ich nehme eigentlich... nimmt man wohl Lammschulter, das ist halt ein bisschen sehniger und braucht aber dann ein bisschen länger. Und dafür haben wir hier die Zeit, dass man kann, wenn man ein bisschen mehr Geld hat, auch ruhig Lammfilet oder das hast aus dem Rücken. Genau. Ja, das ist halt magerer. Und ist das ein thailändisches oder weißt du, wo es genau herkommt? Ja, das ist einfach so eine asiatisch. Allgemein asiatisch mit ein bisschen wahrscheinlich. Ich denke immer, die Asiaten können auch nicht französische von italienischer Küche unterscheiden. Für die ist es einfach europäisch. Und für uns, obwohl es da Unterschiede gibt, mächtige Unterschiede in Asien und in Europa. Ne? Die Thailänder kochen ja viel mit Zitronengras. Ja. Das machen die Chinesen weniger. Aber ich meine, die Asiaten, ich finde, die sehen doch eigentlich ganz gut aus. Die haben es nicht so mit der Fettleibigkeit und mit übergewichtigen Menschen. So Nein, das stimmt. Das spricht doch für die Küche. Du wirst sagen, die Japaner haben eine höhere Lebenserwartung als wir. Und man vermutet, dass zum Beispiel das daran liegt, dass die so viel Fisch essen. Ja. Weniger Fleisch. Ist nicht bewiesen. Aber also in meinem Bekanntenkreis wird überall etwas weniger Fleisch gegessen als früher. Ja. Nicht? Ich glaube, das ist ein Trend. Also ich bin ja kein Vegetarier, aber ich möchte nicht. Aber weniger. Und eben oft helle Fleisch. Und dann solche Sachen so mit Lamm, das ist sehr schön. Hast du Erfahrung mit sowas hier? Nee. Also ich meine, das ist eine Currypaste. Gibt es in sehr vielen unterschiedlichen Variationen und vor allen Dingen in unterschiedlichen Schärfen. Ja, oh ja, da muss man aufpassen. Ja, und da muss man sehr aufpassen, weil sonst versaut man sich gerade. Was ja toll ist, dass es jetzt nicht nur in speziellen Asialäden diese Sachen gibt, sondern die meisten Supermärkte haben auch schon so einen Asien-Shop. Klar, die haben so eine kleine Abteilung, weil es ist wirklich angesagt. Ja. Also ich bin gespannt, diese genaue Paste kenne ich nicht. Ist die sehr... scharf? Wir dann magst du scharf? Ja. Also es steht total auf scharf. Ist ja auch so gesund. Ja, dann trinke ich ein bisschen mehr Wasser. Aber wenn man zu viel trinkt, geht die Schärfe nicht weg. Man soll lieber weiter essen und es gleich ausschwitzen. Ach, das habe ich noch nie gehört. Schwitzt du nicht? Wenn, also man schwitzt. Man schwitzt. Ja, und das ist besser auszuschwitzen als zu trinken. Ja, aber macht noch Wasser soll man sowieso viel trinken. Besonders wenn man so viel Wein trinkt wie ich. Topflappen, ja. Dann soll man unbedingt auch immer Wasser trinken, weil das als Gegenstück sozusagen, weil es richtig ist. Jetzt müssen wir mal gucken, wie das hier geht. Das muss man nämlich jetzt
gut verteilen. Nicht, dass später jemand so ein Bröckchen von der Currypaste pur zu sich nimmt. Dann ist der Tag gelaufen. Ja, weil ich gerade gesagt habe, wenn man so viel Wein trinkt wie ich, ich liebe ja Wein, aber natürlich zum Essen, also nicht um sich zu betrinken. Trinkst du auch einen Schluck Wein mit? Hast du Rot oder? Zum Lamm natürlich. Gut. Ich guck mal, was ich da vorbereitet habe. Also Merlot-Traube ist eine sehr angesagte Traube. Es gibt ja so auch beim Essen Moden inzwischen. Ist ja und gibt auch beim Trinken Moden. Chardonnay ist eine Modetraube bei den Weißen. Und Cabernet Sauvignon sehr und Merlot. Und der kommt nun aber aus Österreich. Sehr, sehr schön. Ich habe ihn schon probiert. Wie machst du das, wenn du Gäste hast? Du lebst doch auf dem Land. Auf dem Land. Ich lebe in Berlin. Für mich ist das schon Land. Für mich ist ja hier Weil ich einen Zaun gebaut habe, weil ich einen Garten habe. Aber du bist schon nicht in der Stadt. Nein, ich bin am Stadtrand. Ich gebe es zu. Ja. Aber das ist wunderbar da. Wenn ich Gäste habe, lasse ich oft Wein mitbringen, wenn du das meinst. Weil ich mich nicht so gut auskenne. Ach ja, na dann probier mal. So als Küchenwein. Ne? Ja, zum schon Wohl. Mal. Schöne Gläser. Ja, das ist sehr wichtig. Ja. Da lege ich allergrößten Wert drauf. Und früher waren die schönen Gläser, die dünnen, wahnsinnig teuer. Heute gibt es die auch schon ganz vernünftig bezahlbar. Meine frühere Haushälterin, die hat immer einen Nervenzusammenbruch gekriegt, wenn ihr beim Trocknen plötzlich, und die waren so fein, so ein Stiel abgebrochen ist. Und jetzt ist das alles entspannter. Probier mal. Der riecht schön. Ja, der riecht toll. Ne? Kann man haben. Allerdings. Lad mich ein, ich bring den Wein mit. Alles gut. In dieser Qualität. Ich koche dann auch, was du machst. Und du kochst was schon. Ja, im Wok, wunderbar. Sowas liebe ich sehr. Es gibt eine Currypaste, die lässt sich etwas besser auflösen. Verteilen. Ja. Naja gut, nun kommt ja nachher noch ein bisschen Flüssigkeit dazu und so. Ne? Wenn das dann heiß genug ist. So. In der Zwischenzeit könnten wir ein bisschen das Fleisch, oder ich natürlich. Ja, ich könnte aber auch, wenn ich irgendwas helfen soll, bitte. Zeig mir, welches Messer ich nehmen soll. Fürs Fleisch. Naja, ich würde sagen, deine Küche. Ja, so ein Fleischmesser habe ich da, so ein spezielles. Wo ist das? Das ist perfekt. Das ruhig in sehr kleine. Ah ja, ich mache es mal ein bisschen kleiner hier, damit nichts passiert. Damit uns nichts anbrennt, wie man so schön sagt. Ja, das geht bei einem Bock auch. Das macht Appetit. Das wirst du gleich ganz kurz nur machen müssen, oder? Bestimmt, ja. Weil das kann man ja, das ist ja, wenn man mit dem Finger so Das ist der Vorteil, wenn man halt Filet oder Filet eben nimmt, ja. Aber du hast schon gesagt, es geht auch mit einer Schulter, die ist nicht so teuer. Genau. Braucht ein bisschen länger, also gute 45 Minuten, so spart man circa 20 Minuten. Ja. Lammfleisch ist ja im Gegensatz zu Rind auch nicht ganz so teuer. Also erstens das und gibt es schon Schafe oder Lämmer mit Wahnsinn? Nee, hab noch nicht gehört, nein. Aha. So. Muss ich mal kurz die Hände spülen? Ja. Ach nee, ich habe ja extra eine Schürze. Ich mach das. Du machst es in der Schürze, ja, genau. Wozu hat man die? Okay, jetzt wird das Fleisch da untergerührt. Ja. Jetzt ganz entscheidend wieder, dass ich diese. Soll ich dir wieder einen Lappen geben? Diese Gewürze gut verteilen. Ja. Diese Paste überall. Jetzt stelle ich, glaube ich, wieder ein bisschen höher. Ja, danke. Damit das Fleisch so ein bisschen anbrät. Kannst du denn in deinem Garten auch Kräuter und so Sachen anbauen? Ja. Ah, das wird ja toll. Ja, das ist ziemlich klasse. Also den Zaun brauchte ich, weil es so viele Wildschweine ja in Berlin gibt. Ach so. Und da kannst du dann nämlich überhaupt nichts anpflanzen. Weil die dir den Garten umgraben. Warum den Zaun? Ach, wegen der Wildschweine. Ja. Und dann kannst du ja auch im Sommer draußen sitzen und grillen und essen und so. Kann ich alles machen. Ah, das ist schön. Das ist toll. Das ist schon eine Qualität, die ich irgendwie. Ja. Und trotzdem Berlin, also trotzdem die Stadt vor du der bist, Nase. Bis zum Zentrum. Kommt drauf an, wo ich hin will. Also Tegel, Flughafen ist ein bisschen weit weg, aber Kreuzberg oder Schöneberg, halbe, dreiviertel Stunde. Na, jetzt ist doch die Mitte angesagt. Die Mitte, ja, da muss man sich noch ein bisschen Bekannte machen. Ja. Also ich kenne da einfach niemanden, der da wohnt. Ich meine, ich wohne auch in Ost-Berlin. Ja. Der Osten, wo ich hingelandet bin jetzt. Aber die Mitte ist toll, hat sich toll entwickelt. Ja. Gehen wir mal zusammen aus, ich kenne da ein paar gute Sachen. Wann kommst du denn mal nach Berlin? Oh, du wirst lachen, du kommst sehr oft. Ja. Ich hab da einiges vor.
Aha. Ich will da öfter mal hin, ja? Mhm. Sollen wir das Berlin. Ja, na, ich werde bleib in Köln natürlich, aber Berlin ist die Zukunft. Da ist sehr interessant. Nein, beruflich, oder? Nein, Medienstadt Köln. Nein, einfach so mal öfter privat. Ja. Schön. Ja, das stimmt. Jetzt können wir noch ein bisschen Pfeffer und Salz. Ihr habt ja hier diese fantastische Mühle. Ja, tolle Mühle. Man kann das Fleisch auch vorher, wenn man ein bisschen mehr Zeit hat, als erstes schneiden und ein bisschen marinieren mit Salz und Pfeffer, dass das so ein bisschen durchzieht. So, was kommt noch drauf? Salz. Salz ist hier, direkt. Oh, in den Kübel. Ja. Dann nehmen wir nochmal ein Löffelchen. Sehr schön. Das sieht aber schon toll aus. Ja. Da kommt jetzt keine Flüssigkeit rein? Noch nicht. Ach so. Ja, dann aber später. Ja, da kommt gleich. Wir machen das jetzt mal ein bisschen leise. Wir kommen nämlich jetzt zu dem etwas aufwendigeren Teil. Das ist die Kokosnuss. Weil man nimmt Kokosmilch soll da rein. Und man kann jetzt diese Kokosmilch aus einer frischen Kokosnuss natürlich zubereiten. Oh. Vielleicht hast du einen Teller. Kann ich das hier nehmen? Ja. Damit nicht. Das ist ja doll. Das wagst du dich jetzt hier so? Ich probiere es mal. Vielleicht gelingt es ja. Also das ist ziemlich. Ui. Hört sich gut an. Ne? Hast du gehört, es war schon ein bisschen dumpfer? Das war dumpf. Toll. Das klingt jetzt wie eine Kommissarin. Ah, und schon haben wir die. Das Wasser ist läuft ja toll. Schon. So. Jetzt ist kaputt. Also hör mal, jetzt. Das ist ja toll, das habe ich ja noch nie so gesehen. Guck dir das an. Die sieht super aus. Aber du hast schon guten Drive drauf. Man merkt schon, dass du. Ich wohne auf dem Land, wie du sagst. Naja, auch. Ja, ich habe das schon verstanden. Da muss man auch mal Holz hacken. Ja. So, die Zeit haben wir jetzt, glaube ich, nicht. Wir müssten jetzt dieses weiße Fleisch rausholen. Ja. Raspeln. Das machst du vielleicht. Dann mit heißem Wasser übergießen. Und dann wahrscheinlich. Also mit heißem Wasser übergießen. Dann müsste man diese ganzen Raspelstücke in einem Tuch durchseihen. Und das ist dann die Flüssigkeit, die wir fürs Kochen brauchen. Die gibt es aber auch, glücklicherweise. aber die kann man ja nachher auch so essen. Die. Klar. Gut. So als, oder als Dekostückchen. Ja. So, und jetzt kommt nämlich die Flüssigkeit rein. Sehr toll. Aber sag mal, als Kommissarin kochst du nicht so doll, dass du immer so verschrumpelte Salate. Ja. Lena Odenthal, berühmt für ihre verschrumpelten Salate. Ja, und die Katze hungert auch immer. Und die Katze hungert. Also du machst es anders. Privat mache ich zum Glück anders. Aber auch, wie gesagt, nur wenn ich zu Hause bin. Und darf ich da ein bisschen hoch machen? Ja, bitte. Ja, klar. Und vor allen Dingen am liebsten auch wirklich, wenn Gäste kommen. Ja, aber du bist ja entweder nicht zu Hause oder richtig zu Hause. Ja, das ist du musst gut, ja nicht jeden Tag ins Büro oder so. Entweder drehst du, dann kannst du natürlich nicht kochen. Oder du bist zu Hause längere Zeiten, dann kannst du schön einkaufen fahren. Und was man auf dem Land nicht kriegt, ich sag immer auf dem Land. Ich meine, nur da, wo du bist, kann man in der Stadt dann kaufen. So, das ist ja alles sehr schön. Siehst du? Zum Wohl. Dass es weiterhin gelingt. Ja, das sieht immer besser aus. Also durch die Kokosnuss, also die Kokosmilch, ist es natürlich sehr mild. Wieder, ne? Und auch ein bisschen exotisch. Klar, der Geschmack bleibt auch erhalten. Also wenn das jetzt ein bisschen köcheln muss, kann ich ja schon mal hier meine Papaya vorbereiten. Aha, ja, unbedingt. Also erstmal wollte ich, den Kürbis habe ich ja schon drin. Ja. Aber ich wollte trotzdem mal zeigen, und zwar, Kürbis ist meistens sehr hart. Dieser ist erstaunlich weich. Ich glaube deswegen, weil er eingelagert war. Die wachsen ja nur irgendwann im Herbst, aber man kann sie das ganze Jahr kaufen. Ausnahme so im Frühling, ein, zwei Monate, weil die einlagern. Aha. Und die werden auch nicht schlecht, aber sie werden dadurch wohl etwas weicher. Also dieser ist relativ weich, sonst sind die manchmal so hart. Und ich habe schon einmal, als ich zum ersten Mal geholt habe, bin ich zum Händler wieder hin und habe gesagt, was haben Sie mir da verkauft? Ja. Der ist ja so hart. Ja, so ist das. Also siehst du, der geht relativ schön. Stimmt. Der geht sehr leicht. Ne? Kann man den auch roh essen? Das weiß ich nicht. Muss man immer. Nee, einlegen. Sehr gut ist er eingelegt. Ja, ne? Oder eben wie hier jetzt. Mhm. In der Mitte ist dann noch so. Das muss man rausnehmen, das Zeug. Und die Papaya. Die ist ja nun oft, wenn man sie kauft, sehr unreif. Die kriegt man meistens. Diese ist wunderbar reif. Wenn man Glück hat, kriegt man sie reif. Hast du in die Sonne gelegt, oder was? Nee. Manchmal kauft man. Musst du hier was machen? Ich mach das so nebenbei. Ja, ich kann auch mal. Hast du verschüttet? Ja, ich hab verschüttet. Darf ich sowas nehmen? Bitte. Ach, bei dir müssen wahrscheinlich diese Brokkoli noch. Richtig. Bitte, mach das.
fertig. Kannst du. Ach, die muss noch ein bisschen schneiden. Bin so der Prank. Sehr schön. Ja, bitte, mach. Aber ich höre dir weiterhin zu. Nein, wir konzentrieren uns auf deins und dann machen wir meins. Das ist nämlich nicht so schwierig. Und bei mir ist ja die Brühe, die habe ich übrigens, die mache ich immer so aus so, also Fertigbrühen. Nicht, die macht ja nicht extra eine Brühe. Ach so, keine Hühner kochen. Weißt du, es gibt Gerichte, wo es wichtig ist, dass du das selbst machst. Ja. Aber sowas zum Beispiel hier, da nehme ich diese extra, die ein bisschen intensiver ist als die aus dem Glas und mit heißem Wasser und einfach rein, weil ich glaube, Kochen muss einen auch noch ein bisschen Freiheit lassen und nicht. Also ich kann nicht den ganzen Tag in der Küche stehen. Ich habe noch ein bisschen was zu tun und deswegen nehme ich so die Hilfsmittel da, wo es geht. Mhm. Also in manchen Gerichten, zum Beispiel bei Risotto, mache ich meine Hühnerbrühe selbst. Jetzt kommen erst die Strünke rein, kann man ja mit verwenden. Ja. Die brauchen ein bisschen länger. Die brauchen länger, ja. Und ganz zum Schluss, deswegen, das war alles, was ich jetzt tun muss. Und dann ist es fertig, ne? Ja. Ja, dann kann ich aber jetzt schon mal wieder dazwischen hier an meinen Papaya arbeiten. Mal sehen, dann nehme ich einfach so das raus. Die ist jetzt so weich, also ich habe die jetzt weich kaufen können, aber das ist ein Glücksfall. Ich habe so einen Asialaden zum Beispiel, da kriegst du die weich. Mhm. Normalerweise sind sie ziemlich unreif und hart, dann lässt du sie liegen. Das heißt, wenn du weißt, du willst diese Suppe kochen, dann musst du halt einfach eine Woche vorher oder so das alles schon besorgen und musst die liegen lassen. Mhm. Dann werden die einfach von selbst reif. Das ist wie Banane, kennst du es ja. Wenn Avocado. Du kaufst die hart und lässt die liegen und dann werden die weich. Ne? Und das Tolle bei dieser, also die kommt ja ganz zum Schluss rein und wird praktisch nicht mehr mitgekocht, einmal aufgekocht. Die hat so viel Enzyme, diese Papaya. Das soll angeblich, wenn du Kater hast, brauchst du kein. Wer hat mir das erzählt? Der Richard Rogler. Brauchst kein Alka-Seltzer oder Aspirin. Okay. Nimmst einfach ein bisschen Papaya. Das muss fantastisch sein. Ah ja. Ja. Sehr gut. Soll sehr, sehr, sehr gesund sein. Mhm. Ich weiß ja immer nie, ob das stimmt. Man kann das ja nur. Also jemand hat es mir gesagt, ich weiß es nicht. So, die kommen dann zum Schluss rein und dann würze ich noch ein bisschen, kommt ein bisschen Sahne. Ja. Ich püriere das. Im Grunde gucke ich mal, wie lange muss deins hier köcheln? Das dauert noch 5 Minuten vielleicht. Ja. Ach, dann mache ich die Röschen einfach dazu. Dann mache ich schon mal hier. Die müssen ja dann auch wieder ein paar Minütchen richtig, jetzt, ne? Dann kann ich doch hier schon mal. Kannst du. Ich mache jetzt bei mir auch einen Deckel drauf. So. Siehst du, die jetzt, weil sie so schön reif ist, geht die jetzt so mit dem Löffel einfach. Ähnlich wie die Mango. Was hast du gerade gesagt? Avocado. Avocado. Ton in Ton. Und das Wichtigste ist, ich schalte das jetzt aus, dass die wirklich praktisch roh sind. Das ist der Zolle. Erstens mal wegen der Gesundheit und zweitens auch vom Geschmack her. Die müssen natürlich kochen. Der Kürbis muss kochen, der viel zu hart ist. Aber die sind ja so schön weich. Guck mal, wie die rausgehen. Die würden ganz schnell verkochen. Ja, die verkochen und verlieren den Geschmack. Mhm. Und es gibt ja viele Kürbissuppen. Aber dieses Rezept hat neulich ein Freund von mir bei mir gemacht. Da war ich sehr begeistert mit dieser Avocado. Wenn du mir vielleicht die andere noch reichst. Ach so, ja, ich stehe ein bisschen blöd in der Gegend. Mach mal schnell bei mir den Deckel. So. Ne? Schön. Mhm. Lecker. Mal probieren. Oh ja. Probier mal. Dankeschön. Ist wirklich gut. Wenn sie reif ist. Und man sieht es wirklich an der Farbe. Natürlich, du kannst im Grunde von außen, genauso wie bei Avocado, drückst drauf, dann weißt du, ob sie. Mhm. Muss deins noch ein bisschen? Das kann noch ein bisschen köcheln. Gut, dann mache ich doch mal meins fertig. Mit dem Pürierstab. Ja. Das kann es natürlich passieren. Dass ich. Das ist hier ein bisschen. Darf ich assistieren? Ja, bitte. Okay. Entwirren Sie diesen Fall. Ich habe natürlich extra einen hohen Topf genommen. Clever, ja. Weil ich weiß. Der Spritz ist ja auch heiß. Auf jeden Fall geht es schneller, als wenn ich das irgendwie passiere oder so. Ja. Ne? Ich finde diese Mixer da wirklich eine der tollsten Erfindungen für die Küche. Ich liebe das.
Man muss nur, wenn man raufkommt, da muss man aufpassen. Da spritzt es dann. Und man muss rauf. Man muss immer wieder rauf. Gibst du mir mal so einen Holzkochlöffel von da hinten? Ja. Kannst den großen hinten? Ja. Gut. Weil ich muss jetzt gleich mal gucken, ob da noch Stücke drin sind. Ja, klar. So. Ich glaube. Ja. Doch, nee, da ist noch ja, was. Ja, das kann man nicht sehen. Kann man nicht so sehen, nee. Was macht dein Rock? Alles der, okay? Das tut das von alleine. Das ist ja das Tolle. Also ich bin schon auch ein bisschen faul in der Küche. Ja. Es ist praktisch, dass man da alles reinschmeißen kann. Muss nur ein bisschen vorbereiten, ne? Das ja, ist bei der asiatischen Küche immer so, also asiatischen Aber Küche. Dann geht das wie von selbst und braucht ja. Halt wirklich nicht lange. So, ich glaube. Ich jetzt gerade ein bisschen. Wir können unter Reis. Umständen auch die Suppe zuerst essen. Dann aber auch, also ja, der Brokkoli braucht schon noch einen Augenblick. Ja, dann guck mal, ich bin ja jetzt hier. Ich tue jetzt die Sahne in einen halben Becher. Also ich hatte 1 Kilo Kürbis, ja. 2 Papaya, Sie sehen, 2 kleine Kartoffeln, die waren roh geschnitten, haben mitgekocht. 1 Liter Hühnerbrühe, ein halber Becher Sahne und jetzt kommt noch Salz natürlich. Ein bisschen Rosenpaprika, ein bisschen Cayenne. Das gibt dann so den kleinen Biss. So. Und die Petersilie brauchst du wahrscheinlich auch. Ja. Oder erst beim Servieren? Erst beim Servieren. Die Rosenpaprika ist ja mild, da kann man ein bisschen mehr geben. Ja. Und beim Cayenne muss man sehr vorsichtig sein. Ich und hätte da Salz. Auch noch was. Du hättest noch was, um es noch ein bisschen scharf zu machen. Ja, ein bisschen Pfeffer. Den mal reißen, obwohl ich nie so richtig weiß, was der Unterschied zwischen Weißem und Schwarzem ist. Aber optisch gefällt mir der Weiße in diesem Fall besser. So, dann koche ich noch einmal. Kann ich dir auch nicht beantworten. Ne? Koche ich einmal kurz auf, aber eben nur kurz, damit die Papaya nicht kocht. Sieht sehr gut aus. Also die Konsistenz sieht auch ne? gut aus. So ja. schön. Auch nicht zu viel Sahne. Sonst wird das so eine Creme. Das ist. Ich mag das nicht, wenn diese Suppen immer so schwer sind. Ja, ja, ja. Dann hat man auch gleich genug. Das ist, guck mal, auf so eine Menge ein halber Becher Sahne, das ist wirklich nicht viel. Ach so, ich müsste es eigentlich mal. Soll ich mal hier was wegräumen? Das bisschen, ja, das ist sehr nett. Ich muss mal probieren. Mhm. Ja, jetzt kocht es einmal ein bisschen auf. Das reicht im Grunde. Ja, bisschen Salz. Ja, so. Ja, ein bisschen zu viel vielleicht. Ja, ein bisschen viel gebraucht. So. Okay. Wobei Salz ja eh so eine individuelle Sache ist, ja. ne? Der eine mag es salziger. Wenn du noch ein bisschen Petersilie drauf tust. Mhm. Ja, so. Toll, danke. Das sieht ja auch farblich wunderschön aus. Ne? Ist schön, ja. wunderschön. Ja, das probieren wir jetzt. Doch noch ein Stückchen. Hab doch ein kleines Stück nicht. Nicht erwischt. So, nicht erwischt. Wunderbar. So. Ja, dann probieren wir das doch mal. Gerne. Da habe ich jetzt einen anderen Wein, aber wir müssen ja nicht die große Weinorgie machen. Na dann. Na, erstmal das. Ist ein bisschen wie Kinderbrei, ne? Entschuldigung, aber. Mhm, mhm. Alete. Alete. Aber ich finde es lecker. Klasse, ich mach das. Yes. So vorweg zum Beispiel vor so einem Wokgericht. Insofern ist schön, dass wir es. Vorzüglich. Die kann man jetzt natürlich ein bisschen schärfer machen, ein bisschen mehr Cayenne, kann man mehr salzen. Also das aber ist mit wirklich. Der Frucht, das ist klasse. Aber die Frucht ist toll. Bei Kürbissuppe kenne ich ja schon, aber mit Papaya. Und mit der frischen und die darf eben nicht verkochen. Mhm. So, jetzt müssen wir aber deins probieren. Mhm, mach mal. Jetzt hatten wir ja sogar die richtige Reihenfolge. So. Warte ich. Wie sieht's denn aus? Ja. Ich habe keine Ahnung, wie das ist mit dem Brokkoli, der ist sehr. Ja, der darf doch aber ein bisschen Biss haben, oder? Ja. Ich finde es sehr, sehr schön, wenn aber der Biss hat. Diese Würstchen sind manchmal etwas hinterhältig. Ah, das ist okay. Ein
ein bisschen weg hier. Das finde ich das einzig Lästige beim Kochen. Beim Kochen? Beim Backen noch viel mehr. Dieses Aufräumen hinterher. Ja, ich lasse ja meistens alles stehen. Ich bin ja so ein Schlampe. Hab dann meine freundlichen Damen, die zu kommen und mir helfen. So. Oh, das riecht toll durch diese Kokos. Ich bin ja gespannt. Na dann? Na dann bin ich jetzt gespannt. Oh, das sieht sehr heiß aus. Ich glaube, muss ich vorher noch einen Schnitt. Bisschen in dem großen Teller verteilen. Bisschen verteilen. Ich hoffe, dass das mit der Schärfe geklappt hat. Das ist wirklich immer so. Ich habe es auch noch gar nicht probiert. Ja. Das ist toll. Das ist genug scharf. Das wird immer besser bei jeder Gabel. Das ist wirklich, kann man sich daran gewöhnen. Tut mir leid, ich brauche doch noch ein bisschen Wasser. Ja. Also auch wenn du sagst, lieber ohne. Ja, ich stehe da total drauf, muss ich sagen. Je schärfer, umso lieber. Es muss natürlich noch nach was schmecken. Also wenn das ganz übertüncht wird, der einzelne Geschmack. Ich kann da nicht jetzt den Wein gegen die Schärfe trinken, sonst kipp ich gleich um. Doch, ist gut geworden. Toll. Wirklich. Ich muss auch sagen, es gibt Gerichte. Ich habe schon besser gesprochen mit Vollmund. Es gibt Gerichte, wo diese Kokosmilch so dominant ist. Und da bin ich nicht so scharf drauf. Aber hier hat sich die so toll vermischt mit, den anderen Sachen. Da muss aber auch vorsichtig sein. Man darf da nicht zu viel. Ja, die ist sehr, also wie mit deiner Sahne. Ich probiere es jetzt was. Sehr gut. Kann man anbieten. Kann man machen. Ja, zum